Der FC Barcelona hat noch einige Baustellen im Kader. Die Mannschaft gehört auf das nächste Level gebracht. Deswegen spiele ich jetzt Xavi bzw. Deco, den Sportdirektor. Um es einfach zu halten, ich bin dafür zuständig, welcher Spieler gekauft und verkauft wird. Das natürlich in Absprache mit Joan Laporta, der mir ein Budget von 50 Millionen zur Verfügung stellt. Für das nächste Sommertransferfenster 2024. Ich werde das Ganze so realistisch wie möglich machen und wer weiß, vielleicht werden einige Transfers tatsächlich stattfinden. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall überlegen, wie ich vorgehe. Auf welchen Positionen herrscht Mangel? Den Kader generell mal ansehen, wer wird auf jeden Fall gehen? Gibt es vielleicht auch Spieler, die gehen sollten und auch Geld einbringen? Gibt es Spieler, die per Leihe zu holen sind? Gibt es einzigartige Marktgelegenheiten? Also hat jemand Zoff zum Beispiel? Oder fühlt sich jemand unwohl bei einem Verein? Und natürlich habe ich auch Leihspieler wie Joao Felix oder Joao Cancelo. Was mache ich mit denen? Kaufe ich beide oder eher nicht? Und im Winter kommt bereits Vitor Roque, das heißt, ich habe den bei mir schon im Kader. Ich habe mir schon überlegt, welche Spieler ich unbedingt verkaufen will. Für mich muss ganz klar gehen an Sergio Roberto, der sowieso nur noch den Vertrag bis Sommer hat, das heißt, er könnte dann ablösefrei gehen. Das gleiche gilt auch für Marcos Alonso, der nur noch den Vertrag bis Sommer 2024 hat, der wird auch ablösefrei gehen. Bei dem ich etwas länger überlegt habe, war Robert Lewandowski, der hat noch einen Marktwert von 30 Millionen und einen Vertrag bis Sommer 2026. Das heißt, für ihn könnten wir noch ein bisschen Geld bekommen. Dann haben wir auch noch unseren Sechser Aurelio Romeo, den würde ich auch verkaufen wollen, der hat auch noch einen Marktwert von 5 Millionen und auch der Vertrag bis 2026 Sommer. Wo es auch extrem schwierig war, war bei Ansu Fati. Bei ihm habe ich auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Warum? Er hat nur noch den Vertrag bis Sommer 24. Was mache ich mit ihm? Weil verkaufen kann ich ihn nicht, weil der kann dann im Sommer ablösefrei gehen. Das heißt, ich muss mit ihm verlängern. Aber ich hätte wirklich überlegt, ihn zu verkaufen. Das heißt, Stand jetzt werde ich versuchen, mit ihm zu verlängern. Da Ansu Fati höchstwahrscheinlich bleiben wird, möchte ich einen anderen Flügelspieler loswerden. Und das ist bei mir Rafinha. Warum Rafinha? Weil wir für ihn vermutlich das beste Geld bekommen könnten. Und weil ich einfach unzufrieden bin mit ihm. Seitdem er beim FC Barcelona ist, hat er für mich nie wirklich überzeugt. Klar, anfangs habe ich mir gedacht, okay, dann geben wir etwas Zeit, aber Freunde, es hat sich noch immer nichts getan. Das heißt, ich habe mich fix dazu entschlossen, ihn zu verkaufen. Dementsprechend habe ich Positionen, die auf jeden Fall zu besetzen sind. Beginnen wir hinten, rechter Verteidiger und linker Verteidiger. Ich brauchte nicht für die Stammelf, sondern Ergänzungsspieler, da Sergio Roberto und auch Marcos Alonso den Verein verlassen werden. Da Oriol Romeo den Verein verlassen wird, brauche ich natürlich einen weiteren Sechser. Die Frage, die sich für mich stellt, kann ich De Jong vielleicht als Sechser spielen lassen oder muss ich wirklich einen guten Spieler holen? Und wenn ich einen holen, dann will ich wirklich einen Spieler holen, mit dem ich langfristig planen kann. Dann habe ich mir noch überlegt, dass wir einen Mittelstürmer holen könnten, weil eben ein Robert Lewandowski den Verein verlassen wird, wenn wir natürlich verkaufen können. Und zu allerletzt natürlich statt Rafinha einen weiteren Flügelspieler. Klar, auch wenn im Winter ein Vitor Roque kommt, der auch am Flügel spielen kann, brauche ich für mich dennoch einen Flügelspieler, auf den ich zählen kann. So, jetzt haben wir alles aufgelistet und jetzt geht's an die Arbeit. Ich möchte vorher die Spieler verkaufen und dann kaufen. Ja, und deswegen hätte ich mehr draufgelegt. Ja, es läuft gut, es läuft gut. Wir haben Julian Alvarez gekauft. Ihr werdet nicht glauben, wenn ich jetzt noch gekauft habe. Nee, nee, es läuft gut, es läuft gut, es läuft gut. Freunde, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Besser als erwartet. Lass uns doch generell mal sehen, was unten dann schlussendlich bei der Summe herauskommt. Freunde, was für ein Transferfenster. Es war wirklich gar nicht so einfach. Ich musste sehr, sehr lange hin und her verhandeln, bis zum geht nicht mehr. Bei gewissen Vereinen war es wirklich einfach und bei gewissen Vereinen, Wahnsinn, die sparen wirklich auf den letzten Cent. Aber wir haben 93,5 Millionen durch Transfers eingenommen, was wirklich sehr, sehr beachtlich ist. Zusätzlich haben wir ein Transferbudget von 50 Millionen gehabt.
wobei wir von dem wirklich nur 16,5 Millionen gebraucht haben. Das heißt, wir sind 33,5 Millionen im Plus. Aber wir müssen natürlich auch bedenken, dass wir den Joao Felix noch kaufen müssen. Das heißt, ich würde dieses Geld einfach mal auf der Seite liegen lassen und dann für Joao Felix aufbrauchen. Freunde, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem, was ich geleistet habe. Bin der Meinung, dass wir jetzt den Kader wirklich schon deutlich verbessert haben und ich mich so auf die neue Saison freue. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Spieler ihr gekauft hättet und was Joao Laporta und mich natürlich noch sehr begeistern würde, wenn ihr dieses Video mit einem positiven Daumen nach oben bewerten würdet. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne, holt es gerne nach, es ist kostenlos. Ich würde dabei meinen Kanal sehr unterstützen und ansonsten war's das und bis zum nächsten Mal.